halten. Ihr habt sehr schön gespielt heute. Sehr, sehr schön. Kriegst mich nicht. Hältst du also meine? Ich bin hier geblieben. Hokus pokus simsalabim. Haben Sie meinen Sohn gesehen? Wohin so eilig, schöne Frau? Ich kann ihn nicht finden. Oh, hier war noch gar nichts los. Die Silberstein sind heute früh weg. Ja, ist ja auch besser für den Heinrich. Ja. Und der Bär? Warum war Frau Silberstein vorhin so traurig? Weil die Silbersteins vielleicht bald verreisen müssen. Verreisen? Wohin denn? Ins Spielzeugland. Ins Spielzeugland? Da will ich auch hin. Das geht nicht, Junge. Ich will aber mit ins Spielzeugland. Ich hab gesagt nein. Und jetzt ist... Papa hätte es mir erlaubt. Haben Sie einen kleinen 6-jährigen Jungen gesehen? Meinen Sie, ich kann die ganze Menge noch auseinanderhalten? Aber er ist mein Sohn. Jude? Dann machen Sie sich mal keine Sorgen, gnädige Frau. Wir haben hier nur Juden zum Bahnhof gebracht. Schönen Tag noch! Heinrich. Mein Junge. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich bin unten an der Ecke. Einem echten Nashorn? Psst. Dann verrate ich Ihnen auch mein Geheimnis. Ich komme mit euch mit ins Spielzeugland, auch wenn meine Mama es nicht erlaubt. Psst. Weil das viel zu weit weg ist. Das ist mir aber egal. Außerdem sind dort die Teddybären riesengroß. Größer als Paulchen? Viel größer. Viel, viel größer. Komm, leg dich hin. Haben wir keine Angst. Stimmt's, Paulchen? Mama, lässt du bitte das Licht an? Stehen bleiben! Stehen bleiben, Judensau! Ich suche mein Kind. Na, Hatzchen. Wo ist denn dein Sternchen? Hm? Wo dein Stern ist! Ich suche mein Kind. Mein Sohn muss hier irgendwo sein. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ihr verreist? Vergessen. Jedenfalls komme ich mit euch mit ins Spielzeugland. Das geht aber nicht. Wir sind auch Blutsbrüder. Wir haben uns doch geschworen, dass wir immer zusammenhalten. Ich nehme noch die Noten mit. Dann können wir üben, wann immer wir wollen.
Silberstein, Aaron und Sonne. Normalerweise läuft bei uns alles glatt. Ihr Sohn wollte unbedingt mit. Weil sie Freunde sind. Waggon 3, Obersturmführer. Heinrich Mäuschen, wir wollen doch jetzt kein Verstecken spielen. Hm? Heinrich! Komm zu mir, Junge. Deutschland, fahren die Züge immer noch pünktlich. Ich will nicht ins Spielzeugland. Es gibt doch kein Spielzeugland. Komm, Heinrich. Einen Augenblick noch. Lassen Sie uns das mal machen. So hübsch, ganz die Mutter. Das nächste Mal erschreckst du deine Mama, war nicht mehr so versprochen. Wir brauchen dich nur. So, jetzt ab nach Hause. Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeit, gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Scharfjörn, Sie erklären mir gefälligst, wie dieses Malheur passieren konnte, ja?